Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unseres kleinen Hacking-Seminars. Und ja, also jetzt kommen wir ganz kurz nochmal dazu, wofür wir eigentlich OSINT brauchen. Und zwar OSINT ist erstmal so der erste Schritt, um sich einen groben Überblick über unser Ziel eigentlich zu machen. Und deshalb habe ich jetzt hier auch schon mal als allerersten Schritt schon mal so eine Vogelperspektive aus Google Maps ausgesucht, weil man hier eben, auch wenn das physikalisch ist, sich erstmal das schon mal verdeutlicht, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich einen groben Überblick über unser Ziel. Und das vernachlässigen auch sehr, sehr viele Anfänger immer. Also ich sehe immer, auch gerade immer Chat-Anfragen oder sonst was, die fragen mich, wie hackt man das und das und wollen gleich loslegen, das und das exploiten und so weiter und so fort. Aber meistens ist es in der Praxis halt wirklich so, dass auch wenn man mal Reports liest oder sonst was, dass vieles einfach auch im Offenen, sag ich mal, verborgen liegt. Und deshalb ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, diesen Schritt auch sehr gründlich halt auch durchzuführen, weil ab und zu findet man auch mal Passwörter oder allgemein halt wichtige Informationen, die einen einfacher ans Ziel bringen, wo man dann gar nicht mehr dann so auf den technischen Aspekt dann zurückgreifen muss dann vielleicht. Deshalb hier als ersten Schritt habe ich jetzt hier immer die Google Maps gemacht. Wenn wir jetzt angenommen, wir haben jetzt wirklich nur den Namen unserer Firma vielleicht, dann können wir gleich mal auf ihre Webseite gehen und uns da ein bisschen umschauen und so weiter und so fort. Aber wenn wir schon mal wissen, wo die stehen, dann können wir uns auch auf Google Maps mal Satellitenbilder davon anschauen und kriegen dann einen ersten Eindruck von der Firma. Und wenn wir vielleicht physikalisch auch einen Pentest machen wollen, können wir auf Google Maps auch mal uns anschauen, ob es da vielleicht irgendwelche Fenster gibt, die leicht zugänglich sind oder ob sonstige Sachen halt auf uns halt als Schwachstellen wirken. Genauso kann man vielleicht andere Sachen von außen erkennen, wie zum Beispiel, wo Bürogebäude sind oder sonst was, dass man, wenn man in der Infrastruktur dann später sich eingefunden hat, also wenn man da dann Zugriff erlangt hat, dass man da sich dann weiter, also schneller weiter bewegen kann. Und es ist hier erstmal darum, dass man hier so einen groben Eindruck von der Firma erstmal bekommt. Genau, wenn man das hat. Dann gibt es natürlich noch andere Map-Services für andere Sachen zum Anzeigen. Google Maps ist halt vor allem dazu da, um halt wirklich hochauflösende Bilder zu bekommen und auch vielleicht zu sehen, halt allgemein halt erstmal sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Dann sind wir hier zum Beispiel auf wiggle.net, das sind Seiten von Wardrivern. Wardriving bezeichnet im Prinzip das Herumfahren mit einem GPS-Gerät und mit einer WLAN-Karte, mit einer Netzkarte. Und die zeichnen dann im Prinzip auf, wo man welche Access Points findet. Hier zum Beispiel sehen wir hier, dass hier ganz in der Nähe von Daimler ein Hornbach-Kunden-WLAN ist. Ist auch lustig. Jetzt in dem Abschnitt hier sieht man jetzt noch nicht, dass Daimler zum Beispiel hier irgendwelche WLAN-Access Points offen hätte. Aber das wäre auch schon mal ein erstes Indiz dafür, was man eben dann vorfinden kann. Genauso bietet Wiggle auch immer, wenn wir dann in die aktive Phase gehen, auch eine gute App an. Wenn man selbst mal sich dann umschauen will, halt aktiv umschauen will, kann man dort mit der WiggleNet im Prinzip rumlaufen und schauen, welche Geräte im Prinzip in der Nähe sind und wie die geschützt sind, falls man dann sich Zugriff über die WLAN-Access Points verschaffen will. So, genauso ist Shodan IO auch eine sehr gute Suchmaschine. Wenn man jetzt schon mal zum Beispiel schon mal MAC-Adressen oder sonstiges rausgefunden hat, kann man auf Shodan sehr gut eben nach Geräten suchen, die man eben in der Infrastruktur vermutet. Das ist zum Beispiel vor allem gut, wenn man vermutet, dass da eben Industrial Controller zum Beispiel nach außen verfügbar sind oder sonstiges. Dann kann man anhand von der groben IP-Adresse und anhand von der MAC-Adresse und sonstigen Geschichten eben relativ gut interessante Geräte eben finden. Genauso auf Google kann man auch dann von außen vielleicht schon Überwachungskameras erkennen, zum Beispiel IP-Kameras, auch im Umfeld. Die kann man sich dann zum Beispiel vielleicht in seccam.org anschauen. Dort kann man eben auch nach dem Ort filtern, indem man nach Webcams suchen will.
Und hier sieht man ja, hier im Raum Stuttgart findet man hier auch eine ganze Menge ungeschützter Webcams. Und eventuell hat man da Glück, und kommt dann so schon mal an eine Webcam, wo man eben mehr sehen kann, als man vielleicht sollte. Dann kommen wir mal zu unserem ersten Tool. Und zwar in unserer passiven Aufklärungsphase wollen wir vielleicht auch eher ein bisschen unentdeckter bleiben. Und es könnte vielleicht komisch aussehen, wenn wir die ganze Zeit eben neue GET-Requests eben über HTTP hinschicken. Deshalb eignet sich ein Tool wie HTTP-Track zum Beispiel, um eben eine Webseite zu kopieren, um dann lokal die Dateien auf der Webseite zu untersuchen und nicht immer neue Anfragen schicken zu müssen. Das kann ich mal ganz kurz demonstrieren. Wenn wir hier das Tool eingeben, das können wir einfach im interaktiven Modus dann starten. Dann geben wir dem ganzen Namen, dem Projekt, und das nennen wir auch Test. Und dann entern wir die URL, die wir kopieren wollen. Jetzt kopieren wir mal meine Seite. Und uns reicht es, wenn wir einen ganz normalen Mirror von der Seite erstellen mit 1. Das passt, passt, passt auch. Und dann wird im Prinzip eine lokale Kopie von der Seite erstellt. Dann können wir das ganz kurz angucken. Ja, jetzt sind wir natürlich in dem Verzeichnis von vorhin, aber das ist nicht schlimm. Dann sehen wir hier das Testverzeichnis, das wir gerade angelegt haben. Und dann sehen wir hier die Daten, die wir schon mal rausgezogen haben und auch die kopierte Webseite. Und hier drin haben wir dann die kopierte Webseite im Prinzip drin. Die können wir uns dann auch kurz angucken. Sieht dann so aus. So, zum Beispiel für ExifTool. Bei ExifTool handelt es sich um eben ein Tool, mit dem man eben ExIF-Daten aus einem Bild zum Beispiel herauslesen kann. Und wir sehen hier, dass wir dann eine ganze Menge an, das ist zwar einfach nur ein Lavendelbild, und da können wir dann eine ganze Menge an Informationen über das Gerät herausfinden, mit dem es aufgenommen wurde zum Beispiel. Es kann theoretisch auch vorkommen, dass da zum Beispiel GPS-Tags eingebettet sind. Das ist für einen normalen Pentest jetzt vielleicht nicht so interessant, aber wenn man zum Beispiel ein Ermittler ist und jemanden sucht, dann kann das sehr hilfreich sein. Zum Beispiel war es in der Vergangenheit auch so, dass hier schon mal zum Beispiel Drogenhändler hochgenommen worden sind, die eben Bilder eben mit EXIF-Informationen hochgeladen hatten, und darüber konnte man dann ihren Standort bestimmen. Genauso kennt vielleicht der eine oder andere noch das Anonymous-Mitglied Warmer, der dann eben ein Bild von seiner Freundin hochgeladen hat, um die Cops ein bisschen zu provozieren, und wurde dann so im Prinzip dann auch festgenommen, weil er da dann zu viele Informationen noch drin hatte. Also normalerweise ist es heute kein Problem mehr, um das mal kurz anzumerken, weil die meisten Social Media Seiten filtern die EXIF-Daten heraus und auch andere Metadaten. Also kann das versehentlich eigentlich eher nicht mehr passieren. Dann kommen wir ganz kurz nochmal zu Google Docs. Und zwar sind Suchmaschinen bei OSINT natürlich unser größter Freund, mit denen wir eben dann öffentlich zugängliche Informationen eben finden können. Und Google Docs sind im Prinzip Filter, die wir eben bei unserer Google-Suche anwenden können. Zum Beispiel können wir hier die Seite festlegen, die wir untersuchen wollen. Hier zum Beispiel wollen wir auf der Seite google.de eben nach dem Stichwort Test suchen. Oder wir könnten auch in Title oder All in Title und dann nach dem Begriff, den wir im Titel suchen wollen, suchen. Was ich auch sehr nützlich finde, ist die Cache von Google. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Seite durchsuchen wollen, die vielleicht nicht mehr erreichbar ist, können wir im Cache von Google suchen, nach der Seite suchen, indem wir Cache Doppelpunkt und dann die Seite, also die Domain, die wir durchsuchen wollen, angeben wollen, und danach können wir dann die Sachen suchen, die wir eben auf der Seite suchen wollen. Auch wenn diese Seite halt physisch nicht mehr erreichbar ist, dann aber trotzdem noch im Cache von Google vorhanden ist. Was auch sehr nützlich ist, wenn man zum Beispiel Präsentationen sucht oder
Wenn man weiß, welche Datei man sucht, dann kann man auch immer gern nach dem File-Type suchen. Zum Beispiel hier nach PDF-Dateien. Es gibt auch noch sehr, sehr viele andere Google Docs und sehr, sehr spezielle Google Docs. Und da findet man immer ganz gute Beispiele auf der ExploitDB und da auf der Google Hacking Database. Da gibt es dann echt interessante Sachen, die dann nach ganz speziellen Produkten oder ganz speziellen Dateien suchen. Und da lohnt sich's auch mal drüber zu gucken. Was auch gut immer ist, ist die Wayback Machine von archive.org. Und dort kann man sich dann immer eine bestimmte Seite zu einem bestimmten Datum nochmal anschauen. Hier gucke ich mir jetzt gerade zum Beispiel die Seite von Daimler von 1999 an. Genauso ist es immer sehr interessant, Social Media Profile zu durchsuchen, vor allem auch zum Beispiel LinkedIn, weil viele Firmen dort eben vertreten sind und dort kann man dann auch immer einen Überblick über das Innenleben von der Firma erhaschen. Unter anderem durch zum Beispiel Posts von Mitarbeitern oder auch durch Stellenausschreibungen kann man dann immer erraten, was im Prinzip gerade vor sich geht. Also ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Spielefirmen. Wenn man da zum Beispiel nochmal einen Boom sieht in Stellenausschreibungen, vor allem für neue Programmierer und Environment Artists oder sonst was, dann kann man schon mal vermuten, erstens mal, dass es halt ein neues Spiel im Anmarsch ist und zweitens vielleicht eine Stellenbeschreibungen auch, um welches es sich handelt. Genauso kann man hier zum Beispiel sehen, wenn man hier dann zum Beispiel sehen würde, dass man eben jemanden sucht, der sich mit MariaDB gut auskennt oder der OracleDB, dann kann man schon mal darauf vermuten, dass eben die OracleDB zum Beispiel im Hintergrund läuft in der Infrastruktur. Noch mal ganz kurz zur vorherigen Folie. Was man vielleicht auch im aktiven Teil dann machen könnte, ist sich dann mit den Mitarbeitern selbst eben vernetzen. Das gehört dann aber nicht mehr in OSINT dazu, sondern eher in Social Engineering und in die aktive Aufklärung, dass man sich selbst mit denen befreundet und vielleicht die eine oder andere Frage stellt. Was auch ein sehr cooles Tool ist, ist The Harvester. Das sucht die Domain von der Seite, die man eben durchsuchen will, oder irgendeinen Stichpunkt eigentlich. Überall im Prinzip, kann man das schon sagen. Ein kleines Beispiel nochmal. So. Ich sehe. Ah, okay. Wir müssen hier Domain. Aber da findet man auf jeden Fall dann immer sehr, sehr viele Informationen. Das kann ich auch noch mal kurz zeigen. Also man kann hier sehr, sehr viele Sachen auch einhängen, wie man sieht, für die ich jetzt alle keine API-Keys habe. Aber trotzdem durchsucht es hier sehr, sehr viele Seiten. Und ich bin mal selber gespannt, was da zurückkommt. Also es kommt da auch sehr, sehr viel Müll zurück, das muss man auch sagen. Aber wenn die Domain irgendwo auftaucht, dann wird es dadurch auf jeden Fall auch gut gefunden. Und was man dadurch auf jeden Fall immer gut bekommt, sind zum Beispiel E-Mail-Adressen von der Firma. Unter anderem auch von Mitarbeitern, die man später dann zum Beispiel auch wieder weiterverwenden. So, in dem Fall habe ich jetzt nichts gefunden. Was ein bisschen schade ist zu Demonstrationszwecken. Aber, okay, doch, jetzt habe ich hier doch eine ganze Menge gefunden. Hier finde ich zum Beispiel eine E-Mail-Adresse. Hier eine Subdomain. Und eine IP-Adresse. Wahrscheinlich von meinem Server. Genau. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt bei meiner Seite schon so viel gefunden hat, was heißt viel, das war jetzt nicht gerade viel, aber bei jeder größeren Firma, wie zum Beispiel bei Daimler, findet man da eine extrem große Menge. Vor allem, man kann da auch sehr, sehr viele API-Keys noch einbinden, um zum Beispiel auch GitHub zu durchsuchen und so weiter und so fort. Und da findet man dann nochmal sehr, sehr viel mehr. Was man natürlich dann auch nochmal filtern muss, aber gut. Was auch immer sehr gut ist, ist, wenn man dann eine E-Mail-Adresse gefunden hat, zum Beispiel aus der Harvester, dann kann man die auch auf heffabibenpond.com eben untersuchen lassen. Wenn man zum Beispiel die E-Mail-Adresse vom Seitenadmin oder so gefunden hat, dann kann man die hier eingeben und kann dann sich hier die Datenbanken angucken, die betroffen sind und kann dann nach den Datenbanken dann im Internet suchen
um vielleicht das Passwort sogar schon zu finden. Und das ist, wenn das Passwort einmal benutzt wurde für irgendwie eine von den Seiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass dasselbe Passwort dann auch für die Domain selbst benutzt wurde. Also für die Webseite selbst. Genau. Wo findet man dann die Leaks? Also in zum Beispiel Hackerforen, wie zum Beispiel Raid-Forums, wo man dann für die Leaks normalerweise zahlen muss. Oder eben auch wieder durch Google Docs oder eben auf Torrent-Seiten zum Beispiel. Im Darknet sozusagen. Einfach im Onion-Land, sage ich mal, im Tor-Netzwerk gibt es auch einige Seiten, die Links eben, also die Leaks von Datenbanken zum Beispiel listen oder auch selber welche hochladen, zum Beispiel solche Ransomware-Gruppen, die dann von erpressten Firmen zum Beispiel die Datenbanken hochladen und so weiter und so fort. Ah ja, genau, was ich hier noch vielleicht anmerken sollte, ist, dass man durch solche Sachen wirklich nur die E-Mail-Adressen dann auch und Accounts angreifen sollte, die eben zu der Domain, die man pentesten sollen, auch gehören und keine privaten. Weil da kommt man dann, ja, das ist dann rechtlich nicht mehr okay. Ja, was auch immer sehr interessant ist, ist zum Beispiel der Whois-Eintrag. Da findet man auch immer zum Beispiel, worauf, wer die Seite registriert, also wo die Seite registriert worden ist. Kontaktinformationen zum Support vom Hoster und so weiter und so fort. Bei mir werden da zum Beispiel dann wahrscheinlich die Kontaktdaten von Strato zum Beispiel drinstehen. Was auch immer sehr gut ist, ist sitereport.netcraft.com. Die gibt eine ziemlich genaue Übersicht, welche Technologie hinter der Webseite steckt. Zum Beispiel mit welchem CMS die Domain, also die Webseite gebaut wurde, der Registrar ist. Oder auch, was auch immer sehr interessant ist, worauf wir gleich noch eingehen, ist zum Beispiel der Name-Server, auf dem der DNS-Record für die Seite liegt. So. Mit dem Host-Kommando kann man zum Beispiel die Domain auflösen und den DNS-Record im Prinzip nachschauen lassen und sich dann die IP-Adresse zurückgeben lassen. Aber genauso bekommt man hier dann auch andere Einträge auf der Domain zurück. Zum Beispiel haben wir hier die Mail-Server von Daimler gefunden. Man kann aber das genauso andersrum machen und kann sich die IP eingeben lassen und kriegt dann die Domains, die damit in Verbindung stehen, im Prinzip zurück. Was wir auch machen können, ist Host auf den Name-Server und dann ja, kriegen wir die IPs von dem Name-Server zurück, die wir eben für weitere Schritte noch brauchen werden. Einmal die IPv4 und einmal die IPv6. Die IP von dem Name-Server können wir dann nämlich für NSLookup benutzen. Und hier sehen wir dann, dass wir hier zum Beispiel den Name-Server, sehen wir hier, den geben wir hier oben an, den Name-Server mit der IPv4-Adresse. Und dann wollen wir hier den Name-Server nach daimler.com eben untersuchen und bekommen dann einiges an Daten eben zurück. Das muss man dann wirklich noch durchsuchen, aber da bekommt man dann sehr, sehr viele sehr, sehr viele Subdomains raus oder also nochmal kurz da zu der noch mal kurz zu der Vorfolie, da finden wir dann auch zum Beispiel auch nochmal die Mail-Server, die habe ich jetzt aber nicht mehr reingezeigt. So, was wir auch machen können, ist ein Zonentransfer mit DIC. Das funktioniert jetzt heutzutage meistens nicht mehr, aber damit können wir im Prinzip dem Name-Server sagen, hey, wir sind ein neuer Name-Server, wir wollen gerne ein paar Informationen von dir auslagern und hätten gerne im Prinzip alle Informationen, die du zu der Domain daimler.com hast. Und ja. Und hier in dem Fall sieht man, das ist auch fehlgeschlagen, weil das heutzutage eben nicht mehr so oft funktioniert. Aber wenn das nicht funktioniert, dann können wir das Tool Fierce benutzen und dadurch können wir dann auch nochmal im Prinzip alle Domain-Einträge, also alle DNS-Einträge im Prinzip nochmal auslesen lassen, ohne dass wir einen Zonentransfer durchführen müssen. Was ich auch immer ganz cool finde, ist MetaGoofier. Und da können wir eine Domain nach bestimmten Dateitypen durchsuchen. Mit dem N können wir angeben, wie viele
Resultate wir im Prinzip wollen und geben dann am Schluss hier noch die Output-Dateien an. Ja, wie ihr es schon gesehen habt, also zu OSINT gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Tools. Es ist halt wirklich das Gebot geboten, dass man eben wirklich überall mal reinschauen sollte und vielleicht kriegt man da hier und da dann noch eine Information raus. Aber im Endeffekt benutzt man halt wirklich, je nachdem, welches Ziel man hat, andere Tools und findet auch auf anderen Seiten andere Informationen, je nachdem, welche Firma man pentestet. Aber was jetzt noch fehlt, ist, wir haben jetzt so eine Menge an Daten gesammelt, dass wir uns erstmal jetzt alles raussuchen sollen, das eben interessant aussieht und vielleicht auch nicht doppelt ist. Wir kriegen ja bestimmt auch ziemlich viele doppelte Informationen, dass wir uns einfach ein Sheet erstellen und Notizen erstellen zu den Resultaten, die wir bisher gefunden haben. Und die können wir dann nach Zielen untersuchen, die für uns für weitere Schritte eben nützlich sind oder nützlich sein könnten. Unter anderem wären das zum Beispiel die Mail-Server oder auch vor allem die E-Mail-Adressen. Wenn wir dort dann zum Beispiel auch Malware zum Beispiel hinschicken könnten oder ja, für Social Engineering-Attacken zum Beispiel ausnutzen könnten und sonstige Geschichten. Oder vielleicht finden wir auch sogar schon eine Admin-Login-Page und haben vielleicht auch schon einen Teil von Zugangsdaten und so weiter und so fort. Also es ist da wirklich alles möglich, was man da finden kann. Und deshalb ist es auch an dem Schritt nochmal sehr wichtig, dass man sich einfach nochmal dann einen Überblick schafft, wenn man jetzt wirklich viele Informationen gesammelt hat. Gut, ja, das war es dann auch schon im Prinzip zur Theorie. Und gut, vielen Dank.